Moieleiw alle Goeten! Mein Numm ass Jérôme Lulling an lo léiere ma e bissele ze boyech. Haut schwatz ma nach en keier iwwer meng Doktortheest, la Kreativité lexikal en luxembourgeois. An dësem dritte Video kucke ma wieet no dass se Tenance weidergangen ass, also zu Tenance war iwwer am November 2002. Ich bin hier noch hannischt ob Lützeburg geflohen. Und ich war wirklich platt. Und da habe ich mir auch viel geholfen, dass das hier noch abhört. Aber bon, das ist noch weiter weh, bis es leicht besser gegangen ist. Heute sind hier zu Lützeburg die französische Ambassade. Irgendwann war ein Kajar, ich weiß nicht mehr. Was für ein Jahr, 2004 oder ich weiß nicht mehr. Das hat wirklich gedauert. Kurze Brief von der französischen Ambassade, sie hat dann den Diplom von der Uni Paul Valéry Montpellier 3, ein Doktordiplom. Ich sollte sicher kommen. Und ich dachte, da wäre so ein Feier oder eine Rezeption. Ich bin da hingegangen. Nicht. Sind wir da, dass wir mal in den Kellerhof gingen und da auf einer Etage, auf einer Stallage, da lag dann den Zylinder und am Zylinder, da war dann der Poster mit dem Diplom. Und that's it. Also, ich weiß nicht, irgendwie. Es ist schon ein bisschen komisch, weil alles gefeiert wird an wie viel Mädchen Leute sich gehen für kleine Diplome oder Zertifikate auszudehlen. Und dann aber ein Doktoratsdiplom. Wäre aber flott Gelegenheit gewesen für die von dem Jahrgang da all zusammen zu kriegen. Aus Frankreich. Vielleicht meinen sie das so. Mir demnächst war das ziemlich sick. Ja, wie ich nach ihm war, du gehörst vom Nico Weber kontaktiert. Und er hat sich mein Thesis angeguckt. Und er hat mir proposiert, die aus seiner Kollektion zu publizieren. Er hat auch nicht geholt, und er sogar bei mir heimgekommen. Das muss 2003 gewesen sein. Und ich habe mit dem Verstehen gehen, hey, dass ich schon so viel bei mir aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, dass es vielleicht besser wenn ich es nicht ging publizieren. Und ich habe gemeint, komm, vertraue mir. Und dann machen wir das, erzählen wir das durch. Du hast flott Resultate an den Arbeit. Ich werde die Information geben, zu dem Zeitpunkt nicht viel oder bald nicht. Und ja, das hat kein Neppes gehen. Aber wie der Nico bei mir daheim war, hat er immer im Gesunden hat schrecklich direkt weh. Und am September 2004 sind du leider ganz früh ein Jung gestorben. So, das war für mich dann ganz schlimme Kuh, weil ihm nicht vertraut. Weil ich auch singe, habe ich die Kante von vier drin. Ich war die letzte bei euch. Aber, ganz nahe Jena. Persona. 2003 sind ich noch am Januar mit dem Herrn Musel den Trésor de la Langue Française informatisé gegangen. Hier war der Informatiker vom Projekt Cortina. Und sind wir gewohnt gehen, wie sie das abgebaut haben. Natürlich sind uns nicht viel gewesen. Das ist wirklich impressionant. Ein immens komplex auch, den Diktionär. Aber ich hatte auch gehofft, dass es gleich an die Richtung von einem Online-Diktionär ging weitergehen, heute zu Lützeburg. Mich noch nicht mehr hören. Ich meine, ich bin noch einmal auf Straßburg gefahren.
bei Franziska Luna Garcia, der hat zu dem Zeitpunkt eine enge These geschafft über die Etude morphologique et création d'un dictionnaire électronique pour la langue luxembourgeoise. Und da war die Soutenance 2005, aber ich war nicht 2005, ich war auch nicht bei der Soutenance dabei. Das war nicht der Direktion von François Rousselot. Er hat halt auch einen kleinen Exposé organisiert für seine Forschungsarbeit. 40 Stellen, wie es statt andeelt und was er erhofft, da während seiner Recherche rauszufinden. Ich meine einfach die letzte Kür, wo ich mal mit Herrn Wirtschen zu dienen hat, Präsident vom CPLL. Ja, und du hast noch viel mehr schlimm vorgegangen. Diesen Mal rein. Das war der Brief vom 20. Dezember 1990 und den Herrn Schanen war schon die Adresse weggeholt von der Madame Henniko Schöpfschüss, die war damals Minister der Kultur, l'Enseignement supérieur de la Recherche und sie hat als 1990 beauftragt, so einen Textcode über die Lützbäuer Schreibweise auszuschaffen, also RET Ministerial vom 10. Oktober 1975 und dann eben Veränderungen vom 30. Juli 1990. Da steht auch, vous pourriez vous faire seconder dans la rédaction de ce texte par Monsieur Luling Jérôme. Und da steht auch, que le texte coordonné de la nouvelle orthographe luxembourgeoise sera publié sous forme d'arrêté ministériel dans le mémorial. Und dann erscheint noch nicht mehr, und da immens viel Zeit mit verbrüht. Ich ging gut ergänzen, dass das eher auch mehr weggeholt für um einen Test zu schaffen. Aber boah, wenn ihr in der Seite seid, das könnt ihr nur an dem Memorial, da gibt es da mehr. Und steht auch da, le travail final devrait compter entre 50 et 70 pages et être disponible sous format électronique en vue des futurs développements orthographiques et être facilement insérable dans les règles et tableaux respectifs. Genau, das haben wir ja gemacht. Mais, mit Grund auch gesagt, den Text, den ging online gesagt, gehen, ich meine 2003, als PDF, und dann für den Memorial ging lo mal nach Nächt kommen. Boah, schnell noch gehofft, und erscheint noch, ging aber ich so nach weitergekommen, wir waren de facto out, dass nie mehr bis nur kommen. Um Spellchecker war auch rüber, 7. März 2003, an der Vox-Zeitung, wir haben fertig. Doch seit September kocht Cortina nur noch auf Sparflamme. Ende Gelände, auch nicht mehr geschieht. Und dann, Superkatastrophe, heime Kandidatur, 21. Juli 2003. Je vous remercie de votre candidature du 2 juin 2003 pour le poste chargé de cours au Centre de langue Luxembourg. Je suis au regret de vous informer qu'il ne nous a pas été possible d'y réserver une suite favorable. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de ma parfaite considération. Directeur du service de la formation des adultes. Bon, je ne me vache que ma chouette de la traite d'Erfäuse. Aber, so ist das demut gang. Mam Doktorat an der Tasche, als schon noch rübergerufen gefragt, was läuft. Und ich gut gesagt, ja, lässt du bist total überqualifiziert für die Posten. Naja, ich habe noch, ja, vielleicht für Spitäler oder Altersheim, da vielleicht Kuren haben zu gehen. Nun. Das war da für mich. Der Brief sind mein Leben, definitiv. Boah, ich weiß nicht, zerstört, mich definitiv total verändert. Ja, Palawas war dann auch fort. Und ich sehe es dann heute zu Lützburg. Ja, wie geht es da weiter? Irgendwie muss ich aber weitergehen. Ja, das ist also ein Textcode oder nee. Den hast du dann 2003 aber im Sitz vom CPLL, Conseil Permanent de la Langue Luxembourgeoise. Online gesagt gehen, ob Lützburg an Erscheinung doch die Übersetzung gemacht. Da ist die französische Übersetzung ja mega erwischt.
Bon, voilà. Können wir schon gucken. Ich gehe dann 2004 aber gefroht, ich meine vom CPLL, für, um Windows-Projekt mal zu schaffen, für den plötzlich zu übersetzen, während 2 Jahre. Ich wollte eigentlich ein Enseignement, aber Lützburg Enseignement ist nicht gegeben, beim Centre de Langue auf Kandidatur aufgesucht. Dann gehe auch nicht den Konkurs für Lützburg Prof zu gehen. Und gut, ich gesagt, ja, da gehe ich für Deutsch. Aber ich habe mich so an Lützburg spezialisiert. Mein Deutsch ist nicht so gut. Vielleicht Französisch, aber ich sehe mich nicht Französisch, Enseignement Deutsch oder Englisch. Das ist nicht meine Spezialität. Und da hatte ich auch schon einen Flamm, wo ich im Do-Projekt geschafft habe. Und da hatte ich gedacht, schon vielleicht auch die Kapesse zu machen oder die Aggregation zu probieren in Frankreich. Aber wie gesagt, nicht kennt die deutsche Sprache mehr, das ist auch nicht meines. Also, wann dann in Lützburg? Das ist eben mein Mama-Spruch. In 2006 ist es endlich besser gegangen, da konnte ich die Platz bei der Gemeinde Lützburg. Die haben da eine Art Enseignant und fest angestellt mit einem CDI. Das war komisch zu, weil du auch Kinder bei RTL an, aber bei den Centre de Langue gehen. Wir hatten da ein bisschen Stash, dafür sind wir bei der Luxemburg gegangen. Und da haben wir Dateibüchelchen publiziert. Letzte Woche ich lehre mit MP3, das hat auch direkt mega Succes. Das PDF war als Büchelchen an, auf einer CD mit MP3. Audiosdateien. Und wie ist es weiter gemacht in den anderen? Wir haben am Herrn Schanen hin und da nur nach einem Diktionär geschafft. Der Luxdikum hat mir 2003 und 2004. Und dann eben sein Grammären. Und hat auch 2008 natürlich nochmal mir im Weltspielisch dorthin die Gruppe von der Arbeit gemacht. Für dann Deutsch zu übersetzen, da habe ich quasi nicht mehr Mod geschafft. Und dann, als noch die Englisch kam, übersetzt von Wendy Wien, ich weiß das nicht. Ja, Grammar mit Übungen, die wurden rausgegeben am Jackie Zimmer, 1, 2, 3, letztes Buch Grammar, die Gruppe Verbal, die Gruppe Nominal, Orthograph. Und dann die zweite neue Version an engem Band, letztes Buch Grammar Luxemburg 2012. Dann hat er noch ein Exercice-Buch rausgehen. Ça veut dire quoi? Mit Übersetzungen. Und natürlich sind Sprache-Rubrik. Ich meine, die ist gegangen bis 2019. Madame Fernand Krier, die war ja auch am Jury. Sie ist auch dem Lützburgischen treu geblieben. Und du siehst da eine ganze Reihe von ihren Publikationen. Und nur für den Institut Grand Ducal auch. Schimpfwörter im luxemburgischen Volkstheater. Synchronodynamique de la Mikrotoponymie der Sur-Alzette. Entlehnung und Code-Switching im Luxemburgischen, ja, das ging mich interessieren. 2014, flektierte Familiennamen im Luxemburgischen. Schon eine Ring habe ich von ihr gefunden, Les Négateurs en Luxembourgeois et leur emploi dans le Dialogue, 2020. Und Madame Dalmas, ja, sie hat eine andere Mal. Natürlich als Professor auf der Uni Sorbonne hat bestimmt eine ganze Reihe Publikationen gemacht. Mit die Haie fand er auch beim Ernst der Le Verbe Allemand, das 2015 rauskommt. Und nicht so der Gag, ja, der fand der Job Ernster.lo, Wärmetabellen, ich meine 2014. Ja, der Luxdico ist immer noch auf Twitter Platz, tja. Und Herr Schanen, das ist die Lützburg-Französisch-Version. Dann schaue ich auch mit Videos, du befasst. Apprenez le Luxembourgeois en Video. Ich hatte auch eine andere Zielgruppe, gell? Lützburg als Fremdspruch bei Erwachsenen. Und die haben mir gesagt, wir brauchen Videos. Und ich habe auf YouTube gemacht und noch als DVD rausgehen. Und das dann auf Portugiesisch. Und dann hat das die Englische Version. Und das ist auch auf 7. Platz. Und da, die englische Werbentabelle die geht nicht so gut verkauft, auf 40. Platz. Apprenez le Luxembourgeois en Video Russe, auf 46. Platz. Ja, wie nicht das geht mit Russland, ja, mal 2022. Wie fällt sich aber ändert. 107 Schweizer haben schon noch rausgeholt, 2012, Nummer 844. Bei der Autobiografie von meiner Tata,
ist ganz besser geholfen. Und dann Kreuzvertretung und Plötzlich Heft ähnt. Oh, das war definitiv kein Succes mehr. Das aber mein Stadt echt Heft mit Kreuzvertretzeln, Schwede Kreuzvertretzeln und Plötzlich. Von den anderen gut, könnte man das gerne so. Ja, und dann wünsche ich natürlich nochmal der RTL. Weiter geschafft durch Spieleck. Da haben wir dann Online-Kreuzvertretzeln. Die sind hier. War schon Nummer 291. Anspruch gespielt. Also, das ist alles hoch. Merci, und RTL, dass sie mich da unterstützen. Aber jetzt weitergegangen mit dieser Wortbildung. Ja, ich habe schon mal ein bisschen auf Google nur geguckt. Da ist mir die Heilarbeit abgefallen von Raul Sanchez Prieto, Daniel Weidt, Michael Martinez Arreta. Und da ist der Sanchez Prieto Raul 2008 Wortbildung im Luxemburgischen. Ah, dann gehen wir mal gucken. Was schreibt denn da? Gleichwohl, ist es im Falle des Luxemburgischen anzumerken, dass die Wortbildung in den bis jetzt veröffentlichten luxemburgischen Grammatiken kaum Beachtung findet. Weder die Grammaire de la langue luxembourgeoise von Braun etc. 2005, noch andere ältere grammatischen Abhandlungen, also zum Beispiel Bertrand 1921, beschäftigen sich mit der luxemburgischen Wortbildung. Nur die prinzipiell für Ausländer konzipierten drei Bände der Grammatik und Übungsgrammatik 1, 2, 3, Luxemburg, Grammar von Schanen 2005, 2006 berücksichtigt sie. Ja. Oh. Gucken wir mal, ob ich da irgendwo an seinem Dokument rausstehe. Lulling. Ah ja, Lulling Schanen. Das war Introduction à l'orthographe luxembourgeoise. Ach ja, das ist schon gewesen, ja. Also, es geht nicht. Ne? Ah, Schanen. Ja. Bah, steht aber in der Bibliografie vom Schanen, singen wir mehr. Das ist vielleicht ein bisschen besser, ein bisschen sicher. Liebe Monsieur. Ja, das ist aber nicht schlimm. Und dann, wenn du einen Schein erfand. Ah ja, Fachbereich 2, Sprachliteratur und Medienwissenschaft in der Universität Trier, Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde. Das luxemburgischsprachige Oeuvre von Michel Rodin, 1827 bis 1876. Editionsphilologische und korpuslinguistische Analyse. Wow, wie eine Data geschrieben. Vorgelegt von Joshkun Sirajzadeh. Maja, Google hat mal das Dokument proposiert, aber ich habe nur Lulling sicher. Also mal nur ein Lulling. 40 Mal ging es dort zitiert, ja. Wow. Ja, also da kann schon nicht alles so. Ich meine, das war die Hai. Ja, das Hai fand ich interessant. Die Wortbildung durch Derivation ist in der luxemburgischen Sprache ein sehr produktiver Prozess, der ein umfangreiches Wortmaterial bietet, um die sich stets wandelnde Realität sprachlich darzustellen. Lulling sucht die Wortbildungsmorpheme im Luxemburgischen mit Hilfe des Unix-Programms Grep. Unter Windows verwendet er das Programm WinGrep. Ein solches Vorgehen nutzt die Stärke von regulären Ausdrücken. Er unterscheidet zwischen Ursprungs- und Lehnaffixen in der luxemburgischen Sprache. Moja, du hast tatsächlich ein Münktisch gelöst. Hoppla di, hoppla da. Wollten sie rumgehen? Lexikal. Ja. Lip. Denn der alte Holzmischel noch. Boah. Naja, das ist interessant. Gut, wo können denn nun mein Tees? Weil sie dafür nie publiziert, aus in der Nationalbibliothek gegangen, aus in ins Centre National Literatur gegangen, gegen mich wundern. Wird vielleicht den anderen hinsehen gehen. Hätte nicht vielleicht kein Sohn. Frau mal selber beim Rote, nur.
Beba. Que será, será? Ah, guckt schon mal nochmal ein bisschen an. Und dann? Ja, und Herr Schahn wird auch nach Heinz-Debert-Fortbildung zum Beispiel halber die Werbe geschrieben und seiner Rubrik Lützebäuer Land, 21. Januar 2010. Zurück, Hannischt an der Rimm. Was haben wir noch von Hi? Oh ja, die Erforschung der Luxemburger Wortbildung als Aufgabe, eine Projektvorstellung. Heinz Sieburg und Britta Weimann, Luxemburg. Und da haben wir, dem trägt das an der Universität Luxemburg angesiedelte Forschungsprojekt die Wortbildung des moselfränkisch-luxemburgischen Raumes WB Lux Rechnung. Es ist als interdisziplinäres Tandemprojekt der Germanistik und Luxemburgistik konzipiert und in zwei Bearbeitungsphasen gegliedert. Erste Phase, historische Wortbildung des moselfränkisch-luxemburgischen Raumes 2009 bis 2012. Und zweite Phase, die Wortbildung des luxemburgischen historische Voraussetzungen und kontrastive Analyse 2013 bis 2017. Das Projekt zielt darauf ab, die deutsch-luxemburgische Schriftsprachlichkeit seit dem Mittelalter, ja, das ist natürlich auch ganz interessant, zu erschließen. Am Stolulin antippen, hast du etwas? Nein, aber gar nicht. Sie sind also die aller echt. Viel Spaß. Und dann, hi, da ist mir noch gefallen, aus der Radiosendung 100,7, nimm man am Dömer Kuriositäten aus der Lützebäuer Spruch. Ah, nee, das ist noch im Lützebäuer, das ist Kuriositäten aus der Lützebäuer Spruch. Wichtig, wenn er wieder, aber für die Orthographie, was, das ist so fix. Naja. Können der Staat schon mal gucken. Aber tun wir halt. Ja, das war am Wikipedia Neologismen am Lützebäuerschen. Neologismen am Lützebäuerschen. Und natürlich nur recht für kurze Minute geholt. Da ist eine Rubrik Literatur. Und da ging ich tatsächlich an ihm. Boah, du müssen das natürlich dann ausbauen. Ne? Alles, was da nachkommt, das ist ein bisschen was fehlt. Da sind da so ein Platz wird, wo die Informationen und die Dokumente all gesammelt stehen. Kriegt ihn am Nationale Literaturzentrum zu lehnen. Kann ich sie denn dann so? Kann ihn sie auslehnen oder? Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht halt noch für die Leute, die sich vorstellen, ja, wo ihr könnt sie überhaupt und den flotte Sujet, den Titel, la Kreativität Lexikal. Aber das war an der Nationalbibliothek, wo ich nur der Magisterarbeit mit einem Sujet gesicht habe. Den Herr Schahner nicht wollte, dass ich etwas über das aktuell letzte Mal schreibe und nicht nur am nächsten von früher. Und da ist mir das Buch abgefallen. Das war früher ähnlich, oder so. Mit Kärtischer geschafft und immer. Das ist ein interessanter Titel. Was versteht denn da drin? Kreativité lexicale par Louis Gilbert. Und das ist zwar ziemlich krass geschrieben auf Französisch. Also, für das zu verstehen, das ist nicht so einfach. Und, soweit ich mich erinnere kann, hat er sich damals mal so mit der Aeronautik beschäftigt. Und du warst ja auch in Frankreich, c'est des Leu. Allunir oder Aluné für den Mond zu landen. Und ja, da hier könnt den Titel. Das ist ganz weißes Buch gewesen. Und sie kein Billischer dran. Ne? Und dann, ja, der Teil war enger, bestimmt mich immens impressionniert. Les Emprunts Français, dans Der Papagei am Kästebaum, der Roger Manderscheid, der Renat, der Michel Rodange. Transfert et intégration phonologique, graphématique, morphologique, lexicale et sémantique vom Alain Carrion. Dans notre faire annonce, j'en date voir un mémoire de fin de stage pédagogique. En den hat j'auch durch Zufall, nicht mehr schon noch an den Christen, nicht nur in der Nationalbibliothek, mais auch an den Nationalarchiven, an eben auch um Centre. Wie hat die Moskee gehört? Centre universitaire, ja. Da war ich 44 gehen und schon mal gucken, was tun eigentlich mein Lycée-Profe von
Memoiren, die man geschrieben hat. Ein Lyceusprof aus dem Lyceum. Ganz komisch, so Sachen von 20 Zeit. Mehr aber immer auf die dicke Hose. Egal. Und weil ich wollte auch über die Integration von Freien wieder etwas an meiner These schreiben. Schon du noch, aber nachdem ich das da gelesen und schon mehr Schaden Kopien davon geschickt habe, war klar, dass das Thema schon richtig behandelt wurde. Ich war auch ein für Jahre einmal mit Herrn Carillon Yersin, ganz sympathisch, ganz bescheiden. Und ich finde, sie müssen natürlich halt fertig sprechen. Dass du noch nie mehr irgendwie etwas von dir kommen hast, dass du nirgends dich gemeldet hast oder ein Projekt jemand geschafft hast. Und das Thema war River und ich meine, das also Französischprof am St. Sophie oder irgendeinem Lycée. Schrecklich. Also, war letztes Mal, ich hasse mich auch nicht den Mammelspruch, mir egal, das so gut analysiert. Und das hängt von den ganz wenigen Arabischen auch auf Französisch über das Spruch. Und da ist eine andere Arabisch, die hatte ich auch entdeckt an meiner Zeit, wo ich meine These geschafft habe. Hat war 97 fertig und ich habe 97 angefangen, Miriam Mersch. Bleibe, was mir Sinn, Luxemburger Redensarten zwischen deutschen Redewendungen und französischen Locution. Ja, und Miriam zu Innsbruck aus 2019 dann ein Arbeitskollegin von mir ging, um INL. Ja, schon noch mal Tim darüber geschwärzt, wie ist das möglich? Und er tut sich auch ganz aus der Luxemburgistik-Szene oder wie auch immer, ganz rausgezogen. Mit schafft er aber viel. Also die Menschen viel Exercice auch entwickelt. Ja, und wir sind da sicher so ein bisschen die, wie nennen die, Exclu. Traurig. Und ja, das hilft mir ganz viel, bei Exercice.lo, also das bestimmt schon weit über 100 Übungen ausgeschafft und ich setze die dann noch da rein. Man hat das so wie ich, natürlich mega happy, dass man endlich eine Person für, wie nennt denn das, automatisch verbessert zu kriegen, ob das Lückentexte sind oder Bild-Text-Kombinationen oder mit Audiosdateien. Und dafür haben wir schon lange hätte ein bisschen kriege lang für drin. Also ist alles schön und gut mit der mega Recherche und atomistisch bis an den allerletzten Detail etwas zu analysieren. Aber, hallo. Wir haben aber nun einmal so einen ganz hohen Prozentsatz für französischsprachige Leute und vielleicht auch mal einfach daran denken, für Routinen zu entwickeln für die. Aber kannst nicht mehr. Voilà, das ist dann ein Diplom, 10 Jahre von meinem Leben. Ja, gesehen da, du, ich rute in 2004, also schon da müssen, nur dass du den aus nach 2 Jahren warte, bis ich dann den Post daheim geschickt kriegt und also heim, an der Ambassade. Und, ja. Wurde sich gelohnt. Finanziell tut sich schon nicht. Ging schnell so man fleischt. Mein Pölje war ja nicht so schlecht. Auf ein bisschen weiter wäsch, muss ich schon sagen. Mich ging verschiedene Sachen, aber ich da nicht merken. Also vielleicht direkt nur der Maitrise gucken, dass ich einen Platz von einem Enseignement. Und dann eventuell mal die Charge schaffen, für ein Doktorat nach drin zu hängen. Das war fatal. Mir das wusste ich alles die Zeit nicht. Also Doktorat, das ist ganz rar, heute zuletzt bist du gewischt. Und die auch kein Lobby und Master, gibt mir völlig schon durchgegangen.
Metris. Und du noch vielleicht, wir werden nicht nach einem Doktorat runterhängen, mit einer Décharge oder so. Pardon. Nee, ich wusste das alles nicht. Auf der These selber kriegst du auch eine Bursformation Recherche vom Fonds National de la Recherche. Wir müssen es merken, während 3 Jahre. Mit nur 3 Jahre war ich noch nicht fertig. Also ich kann nicht mehr meiner Familie merken so für die Unterstützung. Für alle meine Buben, die leider einen Monat führen, dass sie auch noch verstorben ist. Ja, so ist das eben. Person, ne? Wie geht es los für uns? Muss ich gucken, ne? Ich schon lo grammar.lo gestartet. Und ich baue die lo weiter aus. Wenn du mit will helfen, kann das gerne machen. Sowieso Learning Apps als eine partizipative Plattform. Ich kann du publizieren, was du willst. Wenn du mal seinen Link will schicken, seine Übung oder seinen Text, setzen ich ihn da dabei. Das geht ein bisschen mehr sicher. Im anderen Fall geht das ein bisschen mehr los. Weil ich bin noch ziemlich sicher, dass es das auch geschrieben wird zu einer offiziellen Online-Gramm kommen. Wir können es nicht einfach lesen, das den Tool der Seite zu lassen. Ich meine, ein paar Bayer ist schön, also wichtig, aber 2022. Und ja, da muss ich da gucken, wie in das geht. Mit wem in der du geht. Ich weiß nicht, ob ich mich nicht gewählt melden. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt gefroht gehen. Ich gucke ja, ich meine, die letzten 20 Jahre, dass alles aufgesucht gehen, alles refusiert. Ich bin ja nur eine Kandidatur gewesen, weil das war meiner Meinung nach die wichtigste. Und wenn das damals geklappt hat, 2003, ja, dann hat mein Leben natürlich ganz andere, ganz andere. In eine ganz andere Richtung gehen. Und ich wollte zu behaupten, dass man auch mit dem Lützbrüchen dann halt eigentlich das gegen durchsteht. Besser weiß ich nicht. Ja. Aber das ist schon aber verwunderlich. Ich wollte nur ums Spellchecker direkt den Grammarchecker machen. Das war wahrscheinlich ein Fehler. Ich hätte sollte so dann machen mal ein Online-Grammar. Und dann den Grammarchecker. Mit Stimmerkennung, Stimmsynthese, Stimmassistenten, Siri, Alexa. Voice Gaming. Pso. Alles nach irgendwie an der Mach. Erleben ist das noch. Ich meine, Schürlo. Schon Pension. Das ist mir 10 Text wahrscheinlich. Muss ich gucken. Voilà, also das war mein Ausflug an meinen Dr. Thes. Gibt sicher noch da den oder das andere zu zählen. Ich muss mir überlegen, vielleicht mal schnell ein Video dazu. Mal gucken. Das war es dann auch schon nächstes. Nach viel mehr so Übungen fand ihr auf meiner Internetseite exercice.lu. Theorie dazu fand ihr auf grammar.lu. Der fand mich auch auf Facebook an, auf YouTube und danach die Bücher, mit denen ich die Sendungen immer präparieren, Verbentabellen auf Lützebäuerisch an 170 Witze auf Lützebäuerisch. Vielmals merci für eure Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwind, au revoir.